Heute haben wir uns vorgenommen, den Wassertank komplett neu zu befüllen. Das heißt, das alte Wasser muss abgepumpt werden und später haben wir den Wasserstand wieder bis ganz oben. Das ist auch wirklich sehr einfach. Wir nehmen einfach den Gartenschlauch, der an das hydroponische System angeschlossen ist, und stecken ihn einfach in eine Gießkanne und lassen das Wasser dort reinpumpen. Das Wasser kippen wir nicht einfach weg. Damit wird gegossen, zum Beispiel die Pflanzen im Hochbeet. Zum Beispiel die Auberginen und die totgeglaubte Tomatenpflanze von Rewe. Die hat sich übrigens wunderbar erholt, wie man hier sieht. Sie hat viele neue Tomaten dran und auch noch jede Menge Blüten, wie man hier sehen kann. Der Ecke und an dieser Ecke auch. Zurück zum Wassertank. Den befüllen wir jetzt natürlich neu, entweder mit Regenwasser oder, wie wir das jetzt machen, mit Wasser aus der Leitung. Und just in dem Moment fängt es an zu plättern. Ganz toll. Dünger rein, Strom an und das Wasser kann weiterlaufen.